Mon Kalamari-Steinkreuz, okay. Gehen die Bienengeschütze kaputt. Okay, unsere Fregatten nähern sich an Victory 2. Ich glaube nicht, ob die Beschreibung passend ist, denn Victory 2 sieht nicht anders aus. Oh, meine Bomben sind unsichtbar. Geil. Okay, eins Ding kaputt gemacht. So. Nehmt die Triebwerke in Angriff, Männer. Sie können ohne die Triebwerke nicht springen. Ja, jetzt schnell Triebwerke kaputt machen. Das ist das letzte Ziel. Okay, nach der Mission werde ich dann die Aufnahme dann beenden. Für heute. Und dann für die nächste Aufnahme-Session werde ich dann wahrscheinlich das Spiel dann beenden. Weil nach Level 4 kommt nicht mehr viel. Läuft nur noch rot. Und dann ist die Kampagne zu Ende. Noch 5 Triebwerke übrig. Wie kann ich eine Rakete von über 3 Kilometer anvisieren? Das geht nicht. Kriege ich auch nicht hin. So, drehen. Nächster Anflugvektor. Geht doch. 3. Geht doch. 2. A-Wing ist hinter mir. Und auch ein X-Wing. Obwohl ein R-A-Wing, glaube ich. Wieso geht das Triebwerk da nicht kaputt? In 3 Minuten. Okay, das soll ich eigentlich hinkriegen, wenn das Ding mal Schaden nehmen würde. Gut, noch eins. Theoretisch dürften sie gleich mit Antriebwerk nicht mehr fliegen können. Okay, lass mal ein X-Wing ab. Geschafft. Der Sieg ist unser, Männer. Schicken Sie die 501. auf die Planetenoberfläche. Yavin 4 wird noch heute fallen. Ja, ein wirklich cooles Abschlussbild zum Ende. Ein X-Wing, das zerstört wird. Ja, passt. Und so ging die Schlacht über Yavin zu Ende. Es heißt, wir sollen an diesem Tag hunderte Rebellenschiffe vernichtet haben. Aber selbst Tausende wären nicht genug für den Todesstern. Ja, da gibt's unterschiedliche Quellen zu der Schlacht um Yavin. Na nun gut. Zack, speichern, ja, speichern, ja. Nun gut, ich bedanke mich für alle, die hier ein bisschen zugeschaut haben. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.